Kollege Günther Baumann spricht jetzt für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheitslage in Deutschland hat sich verändert. Wir haben eine Zunahme terroristischer Bedrohung und wir haben eine Zunahme generell an Kriminalität. Wir haben Zunahme an Wohnungseinbrüchen, Autodiebstähle, Rauschgift. Wir kennen die Statistiken. Es beruhigt uns allen. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Gesetzen gemacht, um Sicherheit zu erhöhen, und merken, es reicht nicht aus. Wenn wir vor Jahren in Deutschland noch dachten, die Sicherheit ist größer geworden, wir können Polizei abbauen, war das leider ein Trugschluss. Wir müssen heute gegensteuern. Und Frau Künast, Sicherheit braucht Freiheit, haben Sie hier gesagt. Aber eine Freiheit ohne Sicherheit ist überhaupt nicht möglich. Und ich denke, es ist von mehreren Rednern schon gesagt worden, wir als Staat haben die Pflicht für unsere Bürger, alles zur Sicherheit zu leisten. Das verlangen die Bürger, das erwarten sie von uns, und dafür sind wir auch gewählt, dies zu leisten. Und jeder von uns hat auch im privaten Bereich umdenken müssen. Wenn wir vor Jahren noch relativ sorglos waren, haben wir auch zu Hause einiges verändert, sei es die Türen, die Fenster oder irgendwas anderes. Wir haben also mehr für unsere eigene Sicherheit getan, und das müssen wir auch vom Staat verlangen, und wir stehen in der Verantwortung. Und Frau Michalitsch, wir wollen mit den Gesetzen nicht beruhigen heute. Wir wollen einfach handeln. Wir wollen handeln, denn Nichtstun ist garantiert der falsche Weg. Auch wenn bei jedem Gesetz die Möglichkeit besteht, dass etwas nicht hundertprozentig funktioniert. Aber nichts zu tun, ist überhaupt keine Lösung. Meine Damen und Herren, es sind einzelne Punkte vom Gesetz schon von mehreren Rednern erwähnt worden, deswegen nur kurz. Videoverbesserungsanpassungsgesetz. Es geht um öffentlich zugängliche Plätze, und das im privaten Raum ist bereits diskutiert worden, und das müssen wir einfach leisten. Und Frau Renner, Datenschutz und Sicherheit ist immer eine Diskussion, gar keine Frage. Aber wir haben ja gerade bei Beispielen der letzten Zeit gemerkt, dass Videoaufnahmen uns geholfen haben. Wenn wir die U-Bahn-Station Schönleinstraße Berlin sehen, wo Chaoten einen Obdachlosen angezündet haben. Und nur durch Videoüberwachung war dort möglich, dass die Täter erkannt worden sind. Und da können wir nur dankbar sein, dass dort Kameras da waren und schnell gehandelt werden konnten. Und bei dem schrecklichen Anschlag am 19. Dezember Berlin hatten wir eben keine Aufnahmen, weil die Berliner Polizei das relativ restriktiv sieht. Und wir haben am Ende private Bürger darum gebeten, ob jemand Handyaufnahmen hat, um uns da irgendwo zu helfen. Also es geht bei Videoaufnahmen sowohl um Identifizierung, aber auch um Rekonstruktion einer Tat. Und wenn wir die Möglichkeit haben, müssen wir dies einfach nutzen. Und im zweiten Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch das Thema Prävention bei Videokameras entscheidend mit. Dass viele sich abschrecken lassen, wenn sie eben sehen, aha, hier sind Kameras, hier wird überwacht, hier kann ich nicht das tun, was ich vielleicht irgendwo vorhatte. Das ist ja nun wirklich wieder beim Thema mobile Videotechnik, Bodycams. Es geht darum, in Deutschland etwas ganz Schlimmes, dass die Hemmschwelle von Chaoten total gesunken ist. Zum Teil haben sie überhaupt keine Hemmschwellen mehr. Steine auf Polizisten zu werfen, ist an manchen Veranstaltungen fast schon normal. Und wenn wir sehen, dass alleine 2015 64.000 Straftaten registriert wurden, wo es um Angriffe gegen Polizisten ging, werden alleine 7 Tötungsversuche gegen Polizisten. Und wenn wir dann als Staat nicht handeln, Frau Michalitsch, ist es unverantwortlich. Und deswegen müssen wir die Möglichkeiten nutzen. Und wir hatten auch gerade im Freistaat Sachsen das ganz schlimme Beispiel, dass bei einem Brand eines Asylbewerberheimes Feuerwehrleute angegriffen worden sind. Man muss sich mal vorstellen, Bürger sind ehrenamtlich bei der Feuerwehr tätig, opfern ihre Freizeit, sind für andere da und sind bei einem Einsatz eines Gebäudes, wo Menschen in der Nähe sind, im Einsatz dort und werden von Chaoten angegriffen. Und wir als Staat sagen, na ja, gut, okay, ist halt so. Also wir müssen hier alle Möglichkeiten nutzen, um hier Polizisten, Rettungskräfte zu schützen, zu helfen, weil dies einfach nicht so sein kann. Und ich sage, eigentlich ist nur ein Baustein, den wir Sicherheit brauchen. Das wird nicht alles komplett regeln, aber alles im Komplex insgesamt kann helfen. Und wir haben den Versuch aus Hessen, der von der Polizei gemacht worden ist. 38% der Angriffe auf Polizisten sind zurückgegangen. 38%.
Wenn das nicht zum Nachdenken Anlass gibt, also dann kann man einfach nicht mehr helfen. Bei diesen Bodycams, Kollege Dempel, es geht um Schutz der Polizei. Und dass es Fehler geben kann, die Kamera zu zeitig, zu spät einzuschalten, die Richtung irgendwie ein bisschen falsch zu machen, das kann alles passieren. Aber nichts zu tun ist 100% falsch. Das habe ich ja wohl auch nicht gesagt. Also Sie haben Probleme mit dem Zuhören offensichtlich. Okay, Sie haben ja gesagt, wir wollen drüber reden und das ist schon mal ein Angebot. Und ich denke, das ist schon ein Ansatz. Beim Thema Kennzeichenerfassung ist mir was Seltsames noch eingefallen. Nee, das Seltsame ist, dass ich vor etwa 15 Jahren an dem Pult stand und dasselbe Thema schon mal diskutiert habe. Vor 15 Jahren. Damals hat man Regierung Rot-Grün. Ich bin damals beschimpft worden, das brauchen wir nicht. Die Lage ist gar nicht so schlimm. Und Datenschutz über alles. Und haben es in Akten gelegt. Insofern hat sich die Lage wesentlich verschärft. Wesentlich verschärft. Gerade in Grenzregionen, wir waren als Grenzregion kommen, wir wissen, was sich dort abspielt. Christelmeet, Autodiebstähle, hohe Kriminalität. Organisierte Kriminalität. Und dort müssen wir einfach die Möglichkeiten nutzen, nicht generell, anlassbezogen, bei bestimmten Situationen, bestimmten Regionen, wo wir dort eben Videoaufnahmen anfertigen. Und die werden auch gelöscht sofort, wenn es keine Treffer gibt, aber können ihm absolut helfen, etwas aufzuklären. Beim Thema Aufzeichnung von Notrufen, ich denke, das selbstverständliche Ding der ganzen Welt, ein Notruf bei einer Polizei muss aufgezeichnet werden. Ich muss noch mal anhören können, was hat er genau gesagt. Ich muss nachrecherchieren können. Die Länder würden über uns eigentlich lachen, weil das dort schon lange gang und gäbe ist. Und deswegen müssen wir ganz schnell diesen Punkt tun. Meine Damen und Herren, zwei Gesetze, die helfen, Sicherheit zu verbessern, nicht komplett zu lösen, aber zu verbessern. Und vor allem Gesetze, die unsere Polizei weiter schützen. Und dafür sind wir verpflichtet. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist